Sehr gut, finde ich. Ja, wir haben alle ein gutes Gefühl. Natürlich ist Vorbereitung und Pflichtspiel dann immer was anderes, aber wir gehen mit einem guten Gefühl in das Spiel am Sonntag und freuen uns alle drauf. Ja, das ist Wettkampf. Wir sind alles Profisportler. Wir wollen den Wettkampf haben. Den bekommen wir jetzt am Sonntag wieder. Und ich denke, wir sind gut vorbereitet. Heute noch eine Einheit, morgen noch die Abschlusseinheit. Und dann wollen wir den Schwung, den wir uns jetzt erarbeitet haben, ins Stadion mit rübernehmen. Ja, die Stimmung ist top. Die neuen Spieler, es dauert nicht lang, bis die dann integriert sind. Und das ist alles schon passiert. Deswegen ja, sind wir ein super Team und wie gesagt, freuen uns alle, dass am Sonntag dann wieder ein Schluss geht. Ja, viel Positives. Es waren sowohl nach vorne wie auch nach hinten sehr gute Sachen mit dabei. So wie wir uns das vorgestellt haben, auch in der Vorbereitung auf die Spiele. Wir wollen das an den Tag legen, was uns auszeichnet, was uns auch letztes Jahr in der Rückrunde größtenteils ausgezeichnet hat. Unsere DNA weiterentwickeln sozusagen und da können wir am Sonntag mit anfangen oder besser gesagt weitermachen. Ich kann jetzt für mich persönlich reden. Ich gehe in jedes Spiel und will das Bestmögliche rausholen, am besten natürlich gewinnen. Wie gesagt, man weiß dann immer, sag ich mal, am ersten Spieltag noch nicht ganz, wo man steht. Aber natürlich, wir wollen das Spiel gewinnen. Also, das ist immer das Ziel und so gehen wir auch in das Spiel. Deswegen ist es, glaube ich, jetzt so, dass beide Vereine noch nicht wirklich wissen können, auch wie weit sie sind, weil es einfach der erste Spieltag ist. Von dem her gehe ich von aus, dass, ja, dass es auf jeden Fall sehr spannend wird und eine schöne Aufgabe uns bevorsteht. Ja, es wird ein anderes Spiel als damals in Aue, aber natürlich würde es mich freuen, wenn ich wieder ein Tor mache und dann der Mannschaft damit helfen kann. Ja, es ist sicherlich was Spezielles für uns, am Sonntag mit den Sondertrikots aufzulaufen, das 90-jährige Jubiläum zu feiern. Wir wünschen uns und hoffen natürlich, dass uns die Fans dann auch zum Sieg tragen.